Was ist denn jetzt kaputt? Ja, ich habe Fehler gemacht mit Aufnahmen. Scheißkack. Jetzt muss ich das einmal neu rendern. Weißt du, wie scheiße das ist, so eine lange Datei zu rendern? Work! Lukas! Wario! Mario! Lucario! Ich will mal mit ihm spielen. Das ist. Ich hab das so. Ich mal sehen, ob ich ihn immer noch kann. Hat sich da irgendwas am Booster verändert? Ich glaube nicht. Wie war der Boss nochmal? Mal gucken, ob der hier genauso jetzt gemega-nerft wurde. Sie steht da auf jeden Fall so. Etepetete. Shadow? Yes. Wie lange brauchst du noch für Spyro ungefähr? Halbe Stunde. Gut, dann brauche ich mich jetzt Futter. Gut, das. Yay! Ah, was war das denn? Mensch. Die war aber an mir. Sag mal. Dass ich diese Tonne bewegen kann. So, Dumping? Wie wäre es, wenn du mir jetzt mal irgendwas gibst, womit ich arbeiten kann? Oh ja, danke. Feuerball. Das Schlimmste ist ja eigentlich den ganzen Bonus-Content, den es gibt, den muss ich nicht mal machen. Glaube ich. Alter, Lukas spielt hier immer noch so verdammt gut. Danke. Oh ja, nice aim. Sekunde, bin gleich wieder da. Jo. Ich finde es auch schön, dass die Hälfte der Treffer einfach nicht gelten. Ich habe sie gerade noch zweimal getroffen, aber da hat sie gedacht, nö, ich habe super Armor, fick dich. Geh doch da jetzt. Ach, wunderbar. Ich weiß nicht, irgendwie so. Wenn man jetzt mal so an die Bosse hier denkt. Es ist überwiegend echt immer nur warte, bis du angreifen kannst, sondern. Ne? Also, es sind so diese Bosse, wo einfach überwiegend aus Warten bestehen. Oh. Laufende Tonne, nu, mach mal. Mit deinem Eierstock da. Oh, komm. Was ist denn das jetzt? Oh shit, das UFO. Und es steuert sich so schrecklich wie damals. Hast du den Schafen jetzt endgültige UFO geklaut? Hä? Hast du den Schafen jetzt endliche UFO geklaut? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist der ganze Running Gag dahinter. Hm. Oh mein Gott. Ist das schrecklich zu kontrollieren. Weißt du, 16 Reifen LKW hat einen besseren Wendekreis. Oh nein. Okay, Andy mag LKW-Jokes. Offenbar. Oh nein, das fängt schon wieder. Ich schmeiß es einfach direkt ein. Ich habe noch nicht mal alles gesehen, aber das ist einfach zu gut. Yeah. Die Opening Cutscene von Smash Ultimate einfach nachgemacht in schlecht. Oh Gott. Also in noch edgiger. Ja, gefällt mir. Oh Mensch. Das verstehen wir, das verstehen, ne? Da kommt UFO. Alter. UFO-Attack. Oh Gott, auf dieser Welt komme ich nicht klar. George.
Disrespect. Spyro, du hast eine Zauberin besiegt, Dracheneier gerettet und die verlorenen Drachenwelten befreit. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein schöner Urlaub am Drachenufer? Hm? Oder erstmal gar keine Spiele mehr? Ich muss erstmal die restlichen Dracheneier finden. Und Jäger ist scheinbar auch wieder verschwunden. Also muss ich sie mal reachen. Du hast ihn nicht gesehen, oder? So, Dracheneier. Also aber wenn ich ihm über den Weg laufe, werde ich dir natürlich sofort Bescheid geben. Ufos von Geldsack. Komisch, Spyro. Aber nach Portale soll ja. Bringen, aber ich bin hier. Oh, schön ins Mikro knistern. Ich halte es vom Mikro weg, weißt du? Aber es ist halt mein Mikrofon, weißt du? Wenn ich halt so rede, dann bin ich super leise. Aber wenn ich das die Tüte 10 Meter vom Mikrofon wegmache. Ja, erstmal. Das ist der Typ im Kino, der versucht, Sachen ganz leise aufzumachen. Schmeiß den Finger auf! Okay, Simon macht mir irgendwie Angst. Er will halt nur Leute an die Bibel kriegen. Ich bin sicher, Jäger ist in guten Händen. Schmeiß aber auch bitte in die Videos. Ich meine, er taucht doch sicher bald wieder auf. Versprich, dass du bald nach Avala kommst, okay? Alles klar, Schaf-Lady. Geht durch. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Elch nicht ärgern? Das war Billys Idee, Hem. Ja, ja. Ist das wahr, Billy? Prairie Sheila, still the main. Einen Moment, Billy. Spyro, schön, dich zu sehen. Hi, Sheila. Ich suche schon den ganzen Tag nach Jäger. Hast du ihn gesehen? Sorry, Spyro. Ich habe Jäger versprochen, nicht zu sagen, wo sie sind. Sie? Von mir hast du nichts erfahren. Oh nein, nein. Keine Sorge, Spyro, du kriegst irgendwann auch einen Love Interest, der dich erst umbringen will. Das ist traurig, Sparks. Ein weiterer edler Krieger ist der Liebe zum Opfer gefallen. Schau einfach weg. Tja, ich schätze, wir müssen die restlichen Eier selber finden. Na los, Spyro. Mach eine Pause. Sieh dir die Show an. Mach eine Pause. Du kannst auch mit mir rummachen, wenn dir danach ist. Ich meine, es ist nicht so, als ob es verwerflich wäre oder so. Sparks, verpiss dich. Ich will dich nicht sehen. Alter. Erkund mir lieber Sheilas Furry-Arsch, anstatt Sparks mir anzugucken. Da verzichte ich. Suddenly furry. Edgy Dark Lady. Oh shit. Darf ich jetzt Geldsack vermöbeln? Versacken. Geldsack versacken. Einsacken. Geldsack fucken. Nee, noch nicht, ne? Nee, stimmt, es fehlt noch ein Level. Nee, doch, da ist er doch! Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck nicht so überrascht. Ich habe ein Drachenei gefunden und werde es in Avala für ein Vermögen verkaufen. Wieso siehst du mich so an? Ich muss jetzt los. Tschüss! Komm her, Junge. Komm her! Oh, es tut immer noch gut. Oh, yes. Give me all of that. Give me all of that money. I want all of that money. Oh, yes. Ich habe ihn die ganze Zeit in der Endlos-Kombo.
war cool. Oh, vor allem, er lernt ja auch nicht, ne? Jetzt lernt er, er geht mal in eine andere Richtung. Burn him. Gib. Es tut immer noch so gut wie damals. Vor allem als Kind habe ich immer gedacht, so nach dem Motto, Alter, aber wie sollst du diese eine Tür aufmachen? Du brauchst doch irgendwie zigtausende Edelsteine. Und dann durfte ich das hier machen und war auf einmal instant glücklich. Das ist mal eine Belohnung, wo sich lohnt. Mist. Doppelmist. Mist. Ich hätte nie gedacht, dass Drachen so schnell sind. Es reicht, ich gebe auf. Ich setze mich in den spukenden Sümpfen zur Ruhe und dichte Haikus. Richtig, ja, das sind aber die Kristallinseln, Dipshit. Das ist die falsche Insel. Falsches Level. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Sparks machen. Das Sparks-Level hier. Kurz bevor du der Zauber. Ja, sabbel nicht, komm. Lass einfach machen. Und dann überlege ich mal, weil ich glaube, waren diese Sonderdinger jetzt, die man denn da macht, nicht totaler Bullshit? Im Sinne von Nerv. Und dann gab es ein True-Ending, wo irgendwo auch nicht wirklich besser war. Ach, wir machen das schnell. Alex ist ja sowieso gerade noch nicht da. Ja. Ey, Quap. Yes, Quap. Geht doch. Ey! Das giltet nicht. Okay. Sag mal. Dankeschön. So, wieder da. Baby. Der Alex ist hier irgendwie was zu essen machen. Ich war bis eben gerade weg, musste einen Tisch aufstellen. Ein Tisch. Der Tisch aufmachen. Und mein Vater extra für die Tischbeine fast extra in ein anderes Land fahren musste, so wie das schien. Nein. Ich hab nochmal nachgeguckt. Ja, komm. Nee, der hat. Es haben die Beine bei dem Tisch gefehlt, den er gekauft hat. Da musste er ganz in einen anderen, komplett anderen Laden für. Wo irgendwo in einer komplett anderen Stadt ist. Also was er gekriegt hat, waren 30 Euro Spritgeld, damit er das holen kann. Alter. Kleiner Krabben-Nazi. Danke. Er hat Krabbe gesagt. Er hat nicht Krabben-Nazi gesagt, er hat Krabbe gesagt. Verhaftet ihn. Klingt so heftig auch, und what the fuck? Was, Krabben-Nazi? Was, nein! Wegen dieser Matrix auch, what the fuck? Ja, das ist, die heißen so auch, weil die immer anders aussehen, also die sind immer einmalig quasi. Wenn du danach suchst, wirst du auch nur tausend verschiedene sehen, die sind immer komplett unterschiedlich. Das ist eben von Vulkanstein. Ein Vulkanschwein. Ah. Osterix, Arschloch, hat der gesagt. Ich sage ja, diese Szene aus Asterix und Obelix, die kann man so gut wiederverwerten. Für alles Mögliche. Du kannst ihnen so viel böses Zeug sagen lassen eigentlich. Zeug, wo ich hier nicht mal im Spiel... Asterix Fortnite hat er gesagt. Nein.
Das böseste von allen Wörtern. Asterix, subscribe to PewDiePie, hat er gesagt. Alles nur das, ne? Aber ich hatte auch viel Spaß damit. Von daher. Ah, ich hab vergessen. Lukas hatte ja einen richtig beschissenen Save. Okay. Ja, das ist doch. Der hat auch diese schöne Schlange. Shit. Asterix. Sackgesicht hat er gesagt. Hast du gerade. Wow. Ja, aber. Hat er gesagt. Das schmeißt er erstmal mit Dark Matter. Ich glaube, es hackt. Dark Matter? Ja, weißt du, der schmeißt gerade einfach so ein komisches Materie. Kugel und plötzlich ist da so ein schwarzes Loch. Ich hasse das, wenn ich nach Hause gehe und dass ich mit einem schwarzen Loch begrüße. Ja, eben, ich hasse das, weißt du? Du willst einfach nur dein Leben leben und auf einmal wirst du von dunkler Materie angegriffen. Das ist schrecklich. Fuck. Immer diese. Du stehst da so vor der Tür, steht die Materie da, du stehst da und sagst, God damn it. Ja, immer diese Dark Merkel, ey. Ach, nicht schon wieder. Ah, cool, ich habe das Spiel jetzt schon auf Platin. Ich habe noch nicht mal alles gemacht, aber ich habe schon auf Platin. Oh, jetzt wird wunderbar gemacht. Ich finde es halt merkwürdig, dass sie halt beim dritten sich gesagt haben, weißt du was, du brauchst den Bonus-Content nicht mal machen. Ja, du kriegst jetzt schon Platin. Mehr brauchst du gar nicht. Das waren echt drei super easy Platin-Trophäen, aber ich beschwere mich nicht. Für jede einfache Platin-Trophäe habe ich auch schon mal eine richtig asoziale gemacht. Sparks kann Schatzkisten aufbrechen und das Handbuch benutzen, um dich in beliebige Level zu warpen. Sparks kann Schatzkisten aufbrechen. Der Typ kann nicht mal den normalen Scheiß aufsammeln. Alter. Hatte ich hier nicht mal was Starkes? Super Bonus! Geil. Ich glaube, die Super Bonus-Runde war nur super mega scheiße. Ich erinnere mich da irgendwie an eine Sache, wo ich irgendwo keinen Bock drauf habe. Also bei mir dadurch sind jetzt, durch Spyro sind jetzt einfach mal drei Platin-Trophäen dazugekommen, die super easy waren. Das war, ups, einfach. Richtig. So, hier stimmt ja, hier liegt auch überall Geld. Ich finde ja, das klingt noch besser. Hey, du hast es geschafft, Spyro. Jäger war etwas in Sorge, das Holz. Als du losgezogen bist, um das klingt noch viel besser. Das klingt nämlich nicht mal wie Holz. Ein Mikro-Berlinier. Aber nachdem sie besiegt war, haben Diebe die Schätze gestohlen. Wenn du die Diebe... Irgendwie alles. Übrigens, Jäger ist auch hier irgendwo. Er hat den ganzen Tag an einem neuen Spielzeug gebastelt und will es jetzt vorführen. Cool. Ja, Bianca, helft bloß nicht. Mad Cash, yo. Okay. Nee. Suddenly, UFO. Na, komm her. Nein. Get over here. Get over here. Komm doch selber her. Du selber? Von Auron dieses. Das klingt überhaupt nicht weird oder so. Nein. Gerne. Wohl. Magst du eigentlich Linsensuppe? Ja. Ich hab endlich jemand gefunden, mit dem ich mein Essen teilen kann. What the heck? Ich hab erst vor 3 Tagen Linsensuppe gegessen. Und ich esse Linsensuppe die ganze Zeit. Ich kenne fast niemanden jetzt außer euch zwei, die wirklich Linsensuppe mag. Und ich mag bin eine Linse. Magst du Bohneneintopf? Ja, sehr gerne. Guter Junge. Magst du Sass?
Do you like waffles? Ich mag allgemein Eintöpfe wahnsinnig gerne. Good boy. Do you like waffles? Yeah, we like waffles. Do you like pancakes? Yeah, we like pancakes. Aber mit Eintopf kann man so extrem viel machen, das schmeckt immer richtig nice. Es ist halt alles ein Topf, ne? Alter, ich bin Master of Elements, Alter. Master of Disaster. Eintopf. PK Fire! Schleudert die Gegner aus. Hi, Spyro. Ins Oblivion. Hast du die einfach gesehen? Sie hatte Angst um dich, als du losgezogen bist, um mit der Zauberin zu kämpfen. Sie wollte es sich nicht anmerken lassen, aber sie war ganz krank vor Sorge, bis du heile zurück warst. Ich habe ein altes U-Boot repariert. Willst du vielleicht eine Runde drehen? Lust hab ich auf Wahl. U-Boot fahren? Lust auf U-Boot toll. Fahren? Komm an Bord! Und wie geht es mit deinem kleinen Pimmeldrachen voran? Ein Pimmeldrache? Ich bin jetzt in den Extra-Zeug, also dauert nicht mehr so lange. Extra. Ja, ja. Dauert nicht mehr so lange, vielleicht. Ja, je nachdem, ich weiß halt nicht mehr, wie Bullshit das, der Bonus-Content war. Alex, hast du schon gesehen, dass da drei Leute im Chat sind, die Linsensuppe mögen? Linsalominsa Linsensuppe? Ja, Dragica, Florian Hunter und Tangris Battlegoat. Ich mag euch Menschen. Also, ich muss ja sagen, alle Hülsenfrüchte sind sehr vorzüglich. Oh Gott! Bewerf den mit Erdbeeren. Mit Erdbeeren? Nicht mit Erdnüssen. Ich weiß nicht, Linsen. Es ist eine Sammelfrucht. Ja, eben, dann kann er sich drüber aufgeilen. Wenn ich ihm wirklich wehtun wollte, würde ich ihn einfach mit einem Eimer Ocker bewerfen. Die schwer abwaschbare. LOL. Ja. Dreht sich einfach um. Isabel, geh weg mit deiner Scheißangel. Oh mein Gott. Schon gewusst, dass du das Spiel mit den Villager und Isabel zum Abstürzen bringen kannst? Was? Mit was? Echt? Warum? Ja. Weil, wenn man die Taschenfunktion von den beiden immer hin und her, also zwischen den beiden Charakteren immer hin und her macht, dann checkt das Spiel das nicht so richtig, dann stürzt das ab. Lol. Noch ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Item ist oder nur bei ein paar. Also ich hab nur gesehen, du kannst damit die Dings, Helfer-Trophäen kopieren und damit das Spiel zum Abstürzen bringen. Ich frage mich, das ist auf jeden Fall noch broken. Ich frage mich auf jeden Fall, ob sie das mal patchen wollen, weil das scheint mir dann doch ein bisschen sehr busted. Der Pasta. Der Pasta. Selber busted. Naja, immerhin geht das nur, wenn du beide. Eine Runde. Tut schon, Weg eines Hundes. War Porup. Barks, was ist schon wieder dein fucking Problem? Bark? Hä? Barks, ich kann da. Kann ich einfach so? Ich kann einfach so tauchen, gut. Hä? Okay, um es jetzt mal ganz blöd zu fragen, Sparks, was ist dein verficktes Problem? Er ist eine verfickte Libelle. Hä? Ich frage am besten die Experten. Draghi, ist hier noch was? Oder hat Sparks... Draghi, Hilfe! Oder ist das einfach nur wieder einer von Sparks Tobsuchtsanfällen? Onkel Draghi, meine Libelle ist wieder kaputt. Ja, ich habe echt das Gefühl, meine Libelle ist schon wieder kaputt, weil die zeigt andauernd nach oben. Aber hier oben ist literally nichts. 404, Libelle nicht gefunden. Ja, nee, hier ist. Ich bestimme jetzt, hier ist nichts. Oh, it's one of those! Alter. Sparks, you worthless. Vivi, das ist einfach von diesem Baum. Der heißt halt so. Da kann ich nichts sein. Okay. Ich kann nicht. Der Baum heißt halt Mikrobellinia. Mikrowellen? Ja, das hab ich. Ja. Mikrobellinia. Oh nein. Warum ist Berlin Mikro? Ich hab keine Ahnung. Das Holz heißt Zebrano. Da gesagt, Sparks ist putt.
Das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist, es ist ein Johannesbrotgewächs. Aber ich glaube, das hilft dir auch nicht viel. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was hat Johannes Backwerk damit zu tun? Und es müsste ja bekannt sein, dass die Samen des Johannesbrotbaums die Abmessung sind für Edelsteine und so. Weil ein Samen ist immer genau ein Karat. Okay. Also passt das doch gut zu den Opalen. Ach cool, ich habe so viel Hintergrundwissen. Oh fuck. Ja, hier Tricks machen war generell immer. Der hat da so seine Tricks. Ja, nur dass hier das Ganze echt beschissen ist. Weil die Strecke so unglaublich dünn ist. Man könnte auch sagen, die Strecke ist ganz dünnes Eis. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Okay. Okay, nice. Lenk halt nicht. Das ist ultra buggy leider, ja. Das, bin ich mittlerweile schon gewöhnt, was den dritten Teil angeht, das zu hören. Dass etwas ultra buggy ist. Deswegen hatte ich hier drauf auch ehrlich gesagt milde Null Bock. Wo ist denn Buggy der Clown? Ich hab keine Ahnung, du. Hast doch gesagt, das ist Buggy. Ja, aber das ist Buggy das Spiel. Ja, das ist was anderes. Er hat sein eigenes Game bekommen. Eben. Er kommt in Teilen. Mhm. Wunderbar, es ist wunderbar funktionierend. Ich kriege nichts für den Stunt, das ist auch schön. Ich kriege wieder nichts, das ist doch lächerlich. Kann ich neu starten? Nein. Ja, ich kann Rennen beenden. Haha, fuck you. Fuck you. Fuck you. Oh, Tony. Kommen Sie zu hier. Ich find's auch geil, wie die vor mir anfangen dürfen. Aber Alex, muss ich mal eine Gegenfrage stellen, was Essen angeht. Hm. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Was seid ihr? Ja. Ananas auf Pizza, ihr fucking Maroder hier. Er setzt die Ananas durch Salami. Nee. Nein. Ja. Dann kommt ja wieder andere Salami Pizza. Salami Pizza ist so outdated, Mann. Dann ist halt eine Pizza auf Hawaii. Also, die letzte Pizza, die ich gemacht habe, war eine Bananen-Ananas-Pizza. Okay, Banane. Kein Wunder, dass Alex so verzweifelt ist. Banane kann ich mir warm nur mit frittiert vorstellen, sonst ja, nicht. Ja, doch. Gut, Kochbanane im Curry, ja. Gehört dazu. Nicht. Ah doch, das klingt aber noch... What the fuck? Ja, das ist das indische Rezept, da kommt eine Kochbanane mit rein für Konsistenz. Gibt noch eine Süße dazu. Die sind immer so teuer, die Kochbananen. Ja. Kannst auch in eine Matschige reindrücken, interessiert keinen. Ja, eben. Ist am Ende des Tages Wurst. Ist ja schön, wenn alle sagen, von wegen Ananas auf Pizza ist voll, bleibt mehr für mich. Ja. You can keep was this auch, trash. Was auch gut sind, sind die roten Bananen. Die erinnern mich immer an Diddy Kong. Ey, das ist eine Aussage. Sowas kann nur von Auron kommen. Ja, die anderen Bananenfarben sieht man so. If he shoots, ja. Yeah. You probably die. Es gibt auch lilane Bananen, die kenne ich. Kaufst wahrscheinlich bei Edeka ein, ne? Nee. Trash. Widerlich. Trash. Komm, Andy, zusammen jetzt. Trash. Edeka. Just trash. MC Trash. Edeka. Wo mehr Erdeka. Trashika. Wir hassen Lebensmittel. Ich hasse Lebensmittel.
Edeka, wir mögen ihr Geld, aber wir hassen geil, wie. Es ist super verbuggt, aber bist du einmal vorne, hast du irgendwie instant gewonnen. Es ist so unglaublich dämlich. Gibt kein Rubberbanding. Nee, bist du einmal vorne, Alter, und dann wirst du einfach nur von Edelstein gefickt. So ist richtig. Ich meine, ich kann nicht verneinen, dass es nicht ein absolut geiles Gefühl ist, einfach mit Geld beschmissen zu werden. Fuck, it doesn't stop, ja? Ich habe gerade eine Lootbox bekommen wegen meinen Endorsements. Was war drin? Da war die Victory Post, die Slop Emote von Junkrat. Oh, das habe ich auch mittlerweile. Oh, schön. Nice. So, das Problem ist, hier sind noch fucking Edelsteine. Ich hab noch keine Ahnung, wie ich da. Edelsteine habe ich gehört. Ist auch geil, dass man Schweine. Absolut gesagt. Nicht. Suffering. Suffering, suffering. Ja, nee, das ist. Ich will doch nur einmal drehen. Nee. Aber Spyro hat einfach den Wendekreis, ne? Von einem LKW. Ja. Außer wenn das Spiel sich so. Ja, wenn das Spiel so sich benimmt, dann sowieso. Ey, Fischhuts, ja! Okay, sorry. Michelle, man fährt nicht rückwärts. Was bist du denn für ein Unmensch? Doch, ich will aber rückwärts. Du bist ein Unmensch. Siehst du, das kriegst du das davon. Halt doch die Schnauze. Verdient. Achso. Ach, guck mal, so kann ich das auch machen. Guck mal, jetzt fährt er vorwärts. You probably die. You probably cry. Der neue DK Rap ist einfach um so vieles besser. Cheater. Abgekürzt. Sackgesicht. Du Fickschnitzel. Scheiße. Wie ist das eigentlich so hier in Real-Rennsport geregelt? Darf man da auch einfach abkürzen? Oder haben die auch Checkpoints? Ja, das Spiel, das wurde getestet. It got tested, alright. It just got tested. This shit got tested, alright. Alright. Okay, hier ist nichts mehr. Ja, warte, ich geh mal raus. Ich kann nicht. I cannot stop. I can't stop now. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier keine Edelsteine mehr sind. Unten vielleicht? Nee. Hier, guck mal. I'm having such a good time. Aha, badababa. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Lust auf Strahlengriffelgewächse. Ich habe auch Bock auf eine Strahlenkanone. Nein, ich will nicht nochmal. Stop it! Ich glaube, ich habe noch Kiwis hier. Boah, das ist schön. Ich kann es nicht glauben. Oh. Mensch, da ist was Lustiges im Stream passiert. Was? Alter, Andy. Ich finde es immer schön, wie Andy mittlerweile versucht, meinen Chat zu erziehen. Ja. Was war denn? Leute, da gibt's so eine Clip-Funktion. Die ist echt toll, die hilft nicht nur mir, sondern auch euch. Und schmeckt gut auf Toast. Ich kann nicht glauben, dass es Butter ist. What the fuck? I can't believe it's not butter. Ah, Starsky, ja, mich sehe, du genießt deine Pornografie. On Toast. Von Butter. Genau, falls du das gerade. Vielleicht finden die Leute mich aber auch einfach nicht mehr lustig. Das kann es natürlich auch sein. Lustig. Vielleicht musst du dich in Peter umbenennen. Rip. Mr. Petermann. Mr. Peter. Give me your dream. Bam, 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 bam. Ich finde diese unsichtbaren Wände hier auch geil. Ist schon wieder. Ich knall andauernd gegen irgendwelche unsichtbaren Dinge. Also irgendwer. Huh?
kachel hier andauernd gegen irgend so eine unsichtbare Scheuse. Ja, magst du die 5 von Butter? Hä? Ende, was hast du getan? Ich hab's in die Konfi geschmissen. Hast du die 5 Stufen von Butter oder was? Depression. Ach so, ja. Oh, fuck. This is not butter. Acceptance, Margarine. Alter, Spark schickt mich immer noch in dieses. Mein Gott, Spark, du bist so useless. Aber du hast 100% des Levels abgeschlossen. Ja, aber Spark sagt, da ist noch was. Da stand da doch. Und Sparks hat immer recht. Vielleicht zeigt er dir noch irgendwelche Skillpunkte oder so. Nein. Ist denn jetzt erst das Widowmakers Cheer Toast Emote einfach nur ein Glas Wein ist? Die Zauberin hat den letzten Kampf überlebt. Ja, was hast du erwartet? Und Draw Talk mit dieser Kleidtasse. What the fuck? Hey, war meine letzte Tasse. Okay, Angel, wenn du mittlerweile schon picky wirst, was das angeht, also ich glaube, dann müssen wir echt mal reden. We need to talk. Okay, wir können wohl. Ich bin auch gleich fertig. Ja gut. Muss nur noch die Alte hier einmal abfackeln. Ja. Mal für eine Runde soll es bei uns reichen. Ja. Erstmal vorklicken. Muss ich erstmal X-Bit anschalten. Muss mir hier auch gleich mal was zu trinken holen. Ich muss den Leuten noch mal erklären, was abgeht. Andy? Arm. Wie funktioniert eigentlich der Bot bei uns im Fanserver? Weil ich habe jetzt wirklich regulär gestreamt, aber irgendwie ignoriert er mich, dass ich anmache. Ja, weil ich dich nicht reingepackt habe, sorry. Beziehungsweise manchmal, wenn du etwas länger nicht gestreamt hast, denkt das, na, ich muss es erst in der Stunde ankündigen. Pass auf. Warte mal. Das ist Wahnsinn. Neuigkeiten. Wo ist denn der Alex? Och, Draghi, kein Problem. Also, ich wollte Spyro ja sowieso, die Reignited-Trilogie sowieso streamen. Und ja, ich glaube, ich muss jetzt sowieso noch mal ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt hier erlebt haben, ne? Ich meine, alle drei Spiele so hintereinander noch mal durchzocken. Mein Gott, das war damals schon was Geiles. Alter, was machen die denn für viel Schaden? What the fuck? Wir sind Affen. Habe ich irgendwie schon wieder ein Mega-Level-Digimon hier oder was ist denn los? Barf. Ich muss mir das mal angucken. Ende. Alter, voll ins Gesicht gebarft. Ich bin gerade verwirrt. Bei mir glitscht der alle in den Boden. Ein neues Appel. Neues Appel. Den einzigen Charakter, den ich sehe, ist tatsächlich den Reinhardt. Ich sehe gar nichts. Bei mir lädt nichts. Oh, ups. Würde bei dir wahrscheinlich gerade einen Moment brauchen. Ja, das ist bei der ersten Runde zu Anfang immer so ein bisschen. Brauch ein kleines bisschen zum Aufwärmen. Ach, das meinst du mit Picky? Weil ich nicht erkennen kann, wo meine Gegner sind. Angel, da kannst du froh sein. Ich bin doch jemand, der sich sagt so, Tits. Tits are nice. Und dann the end. Nee, ja, aber ich bin ganz ehrlich. Jetzt hier, wenn man mal alle Spiele jetzt durch hat und dann vor allem wieder 100%ed hat. Für 30 Euro ist das, also ich hab's jetzt ja für 30 gekauft. Das, ich denke mal, es wird sowieso wieder... Es wird später so oder so für den Preis zu haben sein. Von daher, sie haben im Grunde das genommen, was sie hatten, es sehr verschönert, weil alle drei Teile sahen super aus. Das Einzige, es sind halt so Nitpicky-Probleme, wo ich halt an einigen Stellen habe. Also jetzt im dritten zum Beispiel, einige Sachen wurden übertriebenst genervt, wo... damals super schwer waren, zum Beispiel eigentlich sämtliche Rennen, die wir hier hatten, waren damals mega schwer und nervtötend. Und hier hast du schon fast das Gefühl so, there is no competition. Also zum Beispiel damals habe ich bei dem Rennen in diesem einen Krabben-Level da, habe ich ewig gebraucht, um das fertig zu machen. Genau wie hier jetzt das Bonuszeug hier mit dem Jedi. Es hat damals ewig gedauert, bis ich das mal fertig hatte. Hier, du bist einmal vorne, the end. Also, schon fast zu einfach.
Die Bosse sind irgendwie ziemlich einfacher geworden, bis auf Gulp. Gulp war ein Hurensohn. Aber Sparks. Scheiße. Sparks Design hätten sie echt lassen können, weil Sparks ist mir echt unheimlich. Aber das ist vielleicht auch nur einfach mein merkwürdiger Gefühl. Aber mein sonst, merkwürdiger Gefühl? Mein merkwürdiger Gefühl? Hast du Sache? Muss schon Respekt haben. Hast du gesagt? Hast du verstanden? Gut, machen hinne. Nee, aber sonst. Ich finde, die haben da einen echt guten Job gemacht mit dem Remaster. Eigentlich genau das erwartet man eigentlich, wenn man von einem Remaster spricht. Also eigentlich es schöner machen, hier und da ein bisschen anpassen. Von der Steuerung her. Oh. Und nicht ich irgendwie groß. Das Alex? Passiert auch. Oh. Ja. Du bist drin. Also wenn du das nächste Mal streamst, dann sollte es spätestens nach einer Stunde wirklich triggern. Frozen! Frozen. I was frozen today. Wenn du nicht, wenn du nicht regelmäßig streamst, dann kommt halt das irgendwie nur so alle Stunde oder so. Bei Shadow kommt er ja mittlerweile instant. Weil ich sehr häufig stream, ja. Ein Geist für Crits? Finde ich geil. Nee, aber ganz ehrlich. Also, wenn ihr es noch nicht habt und damals die Spyro-Teile gern gespielt habt, holt sie euch. Lohnt sich. Finde ich super. Dass sowieso so alte Spiele heutzutage noch solche Liebe kriegen, finde ich nice. Jetzt habe ich hier, ich habe 111%. Insgesamt 117%. Nice. Haben wir verloren, oder? Yes. Nö, noch nicht. Are we dead yet? Warum? Ich finde es halt nur interessant. Weil Quickplay Hanamura vorgeschlagen wird, aber... Es gibt in Spyro 3 117%, in 2 gibt es 100% und hier gibt es aber 120%. Ich will mich doch bewegen, Spiel. Was ist denn los? Oh Gott, oh, ich bin hier. Hell. Alles das klar, Dragi, bei mir bist du noch im Team. So, ich bin wieder da. Holy shit. Und gut, es waren jetzt halt 3 super easy Platin-Trophäen für mich, aber... Da beschwere ich mich nicht drüber. Nö. Oh, wisst ihr was? Wir machen jetzt Overwatch Community und so. Jetzt, das habt ihr nur davon. Was? Nein, das habt ihr nur davon. Ja, das habt ihr jetzt nur davon. Also, habt ihr selber Schuld, das habt ihr euch selber eingebrockt. Ich muss jetzt nochmal meine PS4 ausmachen. Ich boykottiere. Master Hand, du bist so eine Bitch. Oh ja, Andy, das musst du nicht neu ankündigen, das machen die meisten sowieso.